Guten Abend, liebe Kinder. Nun kam die gute Nachtgeschichte von Tante Anna. Mama, komm schnell her zu mir, meine Augen sind schon ganz schwer. Komm, sing noch ein Lied mit mir und meinem Teddybär. Lula, 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 die Sonne macht jetzt die Augen zu. Lula, 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 und ein Engel schaut dir zu. Lula, Hallo Tänja, wir sind wieder bei der Geschichte. Habt ihr gemütlich heimgesagt? Ich werde nun lesen in Philippa 2, Vers 3. Handelt nicht nur jene Selbstsucht oder nur der Eitelkeit. Tänja von jün soll sich über den anderen erheben, sondern je machen ohne dem anderen höher teilen aus sich selbst. Und ohne Arme, Büchernhütte, wohnt eine Witwe. Die Witwe, die kriegt eine kleine Rente, wie ein Ermann gestorben wird. Aber dort Geld wird mir so ein wenig, und du wirst in Deutschland noch für andere Menschen die Wäsche waschen. Und dann können sie dafür auch noch was Geld kriegen. Und dort brügt sie dann dort, dass sie ihre kluge Tochter nicht Schuld schenken kann. Ja, die Tochter, die gleicht so eine Schulgun und sie wird auch so ja fleißig, so kriegt auch so ja gute Zensuren. Und aus der Magdalene dann die Schul durch ein Darb bad einhaut, dann geht sie noch eine ohne Schul, was extra für mich alles wird. Ja, dort wird extra eine Mädchenschule und dort wird sie dann noch mehr lernen. Und wenn sie dann ihre Hausaufgaben vor sich hat, dann deut sie ihre Mami halten die Wäsche noch zu prasen in die Liede bringen, werde für wem die Wäsche deuten. In einem schönen Sommerdach, dann deut die Klassenlehrerin von der Merles bereden mit denen, dass sie wollen einen Ausflug machen. Ja, sie wollen welchen Welt wundern. Und dann ihr Ziel wird dann das schöne, schmucke Schloss, wo da auf dem Boy stund. Jo, in dem Schloss, da wohnt eine Familie. In der Früh, da wollte das ganze Kloß mir alles in sich kriegen, dann wollte da bei sich ein Garten und feinet Fest machen mit dem alles. Und warum wollte dort? Denn ihre Tochter jint auch gerade in dieser Schule, und der wird kreit in diese Kloß, wo Magdalene auch wird. Jo, alle Merles, die freuen sich so ja ob das Fest. Bloß Magdalene, die freut sich nicht so ja. So müsste jeder Tag immer nur schwurschaufen, sie müsste immer so viel prasen, und dann noch Bad Lut zu Ovenst, immer die Wäsche weich bringen. Wurde sie gewaschen und geprasst haben. Und ja, sie musste immer nur halten, die Mama. Er ging doch gut schlecht, bloß dort wird so ja eintönig bei ihr im Leben. Und nun kommt Magdalene von der Schule und sie wird ganz traurig. Die Mutter, die meint dort fuhrt, dort Magdalene irgendein Kummer hat. Was fehlt dir, Magdalene? Du sitzt so traurig aus. Ach, Mutti, ich will überhaupt nicht zu dem Klassenausflug gehen. Warum willst du nicht zu dem Klassenausflug gehen? Fragt die Mutter ganz verwundert. Na jo, die Mädels, die haben alle so eine hübsche, witte Kleider. Und ich hab bloß ein öles, gräbet Kleid, wot ich kann und Sonntag tragen. Aber mein Leube, Kind,
Du wolltest doch dort nicht eine Lösung, die in Wirtet dir Festleute schäuben. Und sie hat dort red doch nicht üt dort. Und sie hat red je kreit üt dort wie chen Eden schäuben in deine Schöll scheiden. Jo, jo, seht Magdalene trürig. Und dann fangt sie an, ihre Hausaufgaben zu machen. Und sie dann zu Ovens mit der Mama töb, de Wasch jent weich drüren, ne de Lied wird de Waschen läuten, dann jenten sie bei einem Bauernhof vorbei. Und dann sagt Magdalene, du auf dem Bauernhof, du im Garten, du wird ein wunderschöner bleiber Pfau. Wollt ihr, wenn du seine Vater und alle so Rüter dät, dann lad dort so ein Schmackbund mit dem üt. In der Pfau, der Stolz am Herr spazieren. Magdalene, der bewundert, wie schmackt das im Vögelleut, aber so erschreit so aus der Anfang zu schreien. Dort geschreit dort wird ein grässliches. Jo, seine Stimme, der wird ganz anders, als was er üt sagt. In Luther, dann ging der bei einem Barsch vorbei, wo der besieht bei einem Teich wird. Und dann hörten sie ein liebliches Gesang von einem Nachtigall. Zum größten Erstaunen musste Magdalene singen wie auf der Aster ein kleiner, unscheinbarer Vögel sagt. Der hat gräbe Federn, dem läutet nichts, bloß einfach ein kleiner, gräbe Vögel. Und da sang so schön, dort hielt sich so schön, und für die Leute, dem schmorken, glänzenden Pfau, hielt sich dort einfach wirklich wunderbar. Und obwohl der Pfau, der Leute so viel besser, als das kleine Gräbe Vögelchen. Dann fragte Mama bei der Magdalene, Magdalene, wenn Vögel gefällt dir nicht besser? Dann sagt Magdalene, Mama, et die Leute mir gefällt die Nachtigall besser. Der kann so herrlich singen, dann wird einem dort so gut fröhlich am Horden. Und dann seht die Mama, na dann kannst du auch zum Klassenausflug gehen, dann bist du eine muntere Nachtigall. Ich werde dir den gräbet Leute Schmack ütprasen, dann kannst du dir noch eine schmacke Blüm da anspalten, dann wirst du auch Schmack genug ütsäun, seht die Mama. Und morgen, wo wir wieder hören, wo Magdalene dort bei dort festgehen. Nun werden wir beten. Du größter Gott, wenn andere Menschen schönere Kleider haben als wir, dann schenkt uns bitte ein fröhliches Wort, damit wir nicht neidisch werden. Amen. Das wird die Kenia-Ondacht über das Bürg, denn ihrer ist das Himmelreich von Jost Müller-Bohn. Gute Nacht, schlupft schön.